Okay, nehmen wir auf. Keine Ahnung. Okay, wir nehmen auf, Oh. okay. Hallo, wir spielen Backrooms. Das Ding eigentlich als. Kennst du Backrooms? Was? Backrooms? Kenn ich nicht. Okay. Kennt ihr auch nicht. Kenn ich nicht, will ich nicht. So, check watch, remember, interact. Shift. Okay. Shift Sprint. Check the watch every 3 seconds. Go as far as possible, get on the buy. Don't look at it. Okay. Was ist das? Sieht aus wie irgend so eine alte verlassene Wohnung oder Bürogebäude. Willst du mal steuern? Ja, gerne. Okay, gut. Bin ja mal gespannt. Einfach wie WASD. Ja, du musst alle 30 Sekunden auf deine Uhr gucken, sonst wirst du verrückt. Und dann verlierst du. Was? Viel Spaß. Hilfe! Was ist? Was? Okay, ich laufe da. Ja, Herr Nupo TV spielt gerade in Backrooms und hat keinen Plan, was das ist. Nein, sieht einfach nur aus wie so ein Labyrinth. Ist es auch, oder? Irgend so ein unendliches Labyrinth. Es gibt ganz spezielle Wälder und an denen kannst du raus. Ach ja, und falls da irgendwas, irgendeine schwarze Figur steht, guck die nicht an und Hier soll eine schwarze Figur irgendwo stehen? Ich höre was. Da gehe ich nicht lang. starte Tablet. Ich will das nicht sehen. Ich gucke einfach auf den Boden, Alter. Das ist das Beste. Ja, aber wenn du dann hochguckst, das Ding ist direkt vor dir. Nee, ja, Alter, ich bin der größte Schisser des Planeten und du Ich sagst. auch! Das Teil ist einmal direkt vor mir gespawnt, als ich noch die langsame Grafikkarte hatte. Ach du Scheiße. Das greife ich zwar nicht an und rennt ja nicht hinterher, aber das ist halt sehr komisch, wenn irgendwas. Ich sehe doch gleich irgendwelche Füße, ich sag's dir. Also es gibt keine Animation oder so, also Der steht einfach nur dort. Jumpscares bleiben ganz bei dir, die du auslöst. Die sind ziemlich zufällig. Also es. Willst du mich verarschen? Alter, nein. Es gibt keine Jumpscares. Junge, hättest du vielleicht auch vorher sagen sollen, dass dort vielleicht eine Figur irgendwo rumsteht. Ja. Junge, ich bin so ganz fröhlich. Außerdem, die spawnt immer einen gewissen Radius um dich herum. Also sie folgt dir, in Anführungsstrichen. Aber wenn du die siehst, kommt die nicht direkt zu dir. Okay, ich hab gleich. Alter, Junge. Wieso bewegt sich hier irgendwas? Sie bewegen sich. Also, entweder bin ich jetzt schon verrückt, aber es bewegen sich doch die Wände. Ich kann es mir Musst fallen. Du musst eigentlich alle 30 Sekunden Wieso? deine Uhr sein, sonst wirst du verrückt. Ich werd's jetzt schon, Alter. Ach. Hier bewegen sich doch die Wände. Kann ich ihn sehen? Ah. Geh einfach weiter. Ich hab Angst. Ey, du kannst mir doch hier nichts erzählen, das bewegt sich. Ja, du musst alle 30 Sekunden auf deine Uhr gucken, jetzt mach weiter. Wo ist denn, mit was öffne ich Klick, denn? Tab, hier, Bumm, und Ah. dann E. Klick auf E, so. Und dann nochmal Tab, Bam. Alter, ich sag dir, ich verreck hier. Junge, das ist nichts für meine Nerven. Es weint. Uff.
Ich hab was Kopf, ne? Alter, das ist zu viel für mich, Alter. Nee, komm, es ist nicht schlimm. Junge, und dann steht das Vieh vor mir. Ich hatte eine schnelle Grafikkarte, da ist nicht so schlimm. Das wird zu dunkel, ich geh mal hin. Ich sag dir, ich gehe jetzt hier um die Ecke und dort in hier rechts im Raum steht das Vieh. Deswegen guckst du nicht hin. Soll ich es riskieren? Ich hab so eine Asse. Alter, so eine Angst. Horrorspiele sind nichts für mich. Willst du mich verarschen, Alter? Da kannst du, das kannst du vergessen, dass ich dort lang gehe. Das ist ganz nah bei dir. Wo ist das? Irgendwo ist das. Ich hab Angst, Alter. Nein! Hilfe! Wieso soll ich es eigentlich nicht angucken? Was? Wieso soll ich das vielleicht... Weil du so instant stirbst. Ach so. Das kommt, wie gesagt, nicht auf dich zu. Das schreit auch nicht irgendwie so rum wie ein generischer Horror-Titel. Aber du darfst halt nicht... Ich glaub, du darfst irgendwie nur 0,5 Sekunden angucken oder so. Und danach bist du direkt tot. Danach notsitzt du. Guck einfach auf den Boden. Ist es schlimmer, wenn man die Füße sieht? Man darf. Man darf einfach nur nicht. Einfach weiter auf den Boden gucken. Das ist die sicherste Möglichkeit, Alter, zu überleben. Ganz nah. Ganz nah. Ich hör's. Guck mal auf die Uhr gucken. Das muss direkt vor dir stehen oder so. Ja, deswegen gehe ich. Ja, ich gehe hier lang. Da ist eine Sackgasse, scheiße. Was steht hier safe in diesem Raum? Du darfst nicht nach oben gucken unter keinen Umständen, sonst haben wir direkt verloren. Ich sag dir, ich laufe in das Vier rein. Es muss mir doch direkt vor mir stehen. Oder auch nicht. Hast du es gerade gesehen? Was? Nein. Nein, da war einfach nur eine Wand. Ich guck weiter auf den Boden. Safe, ich bin jetzt schon dreimal am Ausgang vorbeigelaufen. Na, das... den Ausgang siehst du in dem. Da ist so eine Wand. Und die sieht so ein bisschen geglitscht aus. Ja. So, es ist halt so ein bisschen eine Statik in sich. Generatorausfall. Das ist jetzt die beschissenste Zeit. Jetzt wird das Monster nämlich noch doppelt aktiver. Ich bleibe einfach stehen, bis dann der Generator wieder aktiv wird. Ich höre, Alter, das steht doch safe hinter mir. Einfach schön auf den Boden gucken und so, dann unter dem steht's nicht. Also, kann es eigentlich genau hinter dir spawnen? Es kann überall um dich spawnen, 360 Grad, und das kann auch von der Decke runterkommen. Also auf mich runter? Nein, also es kann einfach von der Decke irgendwo runter. Alter, ich schwitze mich gerade tot vor Angst, Alter. Ich stell mich einfach hier in die Ecke. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ich hab das doch auch schon mal durchgelebt. Ich glaube, ich bin verrückt, oder? Siehst du auch, wie die Wände sich bewegen? Das war alles. What? Oh, ich bleib in der Ecke stehen. Willst du einen hochgucken? Ja, an die Decke. Ja, und also bei dir. Nein, ich bleib einfach hier so. Das ist das Beste, was ich machen kann, Alter. Geht doch einfach, ist der Generator. Und wenn es der Generator wieder angeht? Ah, dann ist wieder das Licht. Guck einfach hier die Wand an, der kommt hoffentlich noch aus der Wand.
Kann das Vieh das? Nö. Das ist ja alles gut. Junge, es, Junge, ich höre, es steht doch safe hinter mir. Real Talk, er steht hinter mir. Was ist das? Entweder er steht hinter mir oder neben mir. Guck, wo ich... Du guckst dich jetzt einfach kurz an. Wieso ist dem Typen schwindelig oder bin ich das? Ach du Scheiße, du hast gesehen, es war... Ah! Ich hab's gesehen? Ach du Scheiße, wir sind tot, wir sind so tot! So? Das bedeutet, dass... Dass ich sterbe? Ach komm, 1 gegen 1, Bruder! Ja, das kann ich doch, hä? Wann soll ich denn gesehen haben? Ich hör's so, aber ich seh's doch nicht. Gut, wenigstens weiß ich, wenn ich's gesehen habe, bin ich nicht traumatisiert, weil ich's nicht gesehen habe. Aber irgendwie... Hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Hallo. Ich hab irgendwas gefunden. Schnell. Hä? Ich muss die Uhr mal checken. Hab's zumindest die Uhr angeguckt. Oder deswegen gehe ich gerade drauf. Das ist halt alle 30 Sekunden. Ich mach's alle 3 Minuten. Oder wollen wir einfach mal und so sterben? Ach komm, einfach 1 gegen 1 gegen das Vieh. Wolle, komm, wenn du willst. Okay, ich bin Real Talk am Verrecken. Die steht doch da drüben in der Ecke. Ich sehe nur dunkel, Alter. Ich sehe nur dunkel. Einfach so machen. Mir wird ja angezeigt, wenn ich wieder trinken kann. Oder? Ah, ich bin tot. Chillig, oder? Können wir mal gucken? Also ich kann nicht mehr auf die Uhr gehen. Weg bin ich. Chill ich. Hä? Bin ich jetzt gestorben? Ja, nein, vielleicht? Ja, ich hab 12 Minuten überlebt. Oder machen das 12 Sekunden? 12 Minuten. So, das war das Video. Wir haben das Monster leider nicht gesehen. Beim nächsten Mal machen wir es, wenn wir nicht so schissig sind. Oh, Junge, ich hatte Herz.